Hallo ihr Lieben, heute spiele ich mit euch ein Spiel, das heißt Gib's zu, sei ehrlich und da verrate ich euch meine größten Geheimnisse. Los geht's! Gib's zu, sicher habt ihr das schon oft gemacht. Von einem Stein zum nächsten springen. Schaut einfach aus, aber ist sehr gefährlich. Ich darf nicht die Lava berühren, da schwimmen böse Krokodile drin. Hopp, hopp, hopp. Naja, mit ein bisschen Übung kann ich mich schon ganz gut von Stein zu Stein schwingen. Puh, das ist ja nochmal gut gegangen. Gib's zu, du hast auch schon mal davon geträumt, Konzertpianist zu sein. Und so schön zu spielen wie ich. Leider, wenn ich dann genau hinhöre, klingt's dann so. Naja, kann ja noch werden. Hey, wer hat von euch noch nie die Haarbürste als Mikrofon benutzt? Niemand? Glaube ich nicht. Ich kann Stunden so vor dem Spiegel verbringen. Gibt's zu, ihr habt auch schon mal gelogen. Aber wahrscheinlich war es nur eine Notlüge wie bei mir. Ili, habt ihr schon den Karottensaft getrunken? Ja. Mhm. Yeah. Ich hasse Karottensaft. Gib's zu, dass du sehr traurig bist, wenn du dich von was verabschieden musst und du nie wieder siehst. Tschüss, meine liebe alte Harfe. Aber gib zu, dass du dich dann gleich wieder freust, wenn was Neues da ist. Wie zum Beispiel meine neue Harfe. Und das ist euch sicherlich auch schon mal passiert. Der grüne Koffer unseres Lehrers stand im Klassenzimmer. Grün, grün, grün ist meine liebste Farbe. Eigentlich mag ich grün nicht so. Ein grüner Koffer? Mein Koffer ist pink. Was habe ich da jetzt alles gelesen? Nochmal von vorne. Der grüne Koffer unseres Lehrers stand im Klassenzimmer, gleich neben der Tür. Er war abgeschlossen. Das sind aber dunkle Gewitterwolken. Da kriegt man ja richtig Angst. Gib zu, wenn Gewitter ist, da kriegt man echt schnell Angst. Aber ich lasse es mir nicht anmerken. Ich will nicht, dass meine kleinen Kätzchen erschreckt werden. Und diese Schnurren beruhigt so. Ich will nicht mit dir schlafen, ich hab so Angst. Ja, komm rein. Das sind meine Geheimnisse. Und was habt ihr für Geheimnisse?